Hallo Leute, vielleicht habt ihr auch ab und zu als Problem mit dem Boman Tischgeschirrspüler. Bei mir ist das der TSG 7402. Ja, eingeschaltet ist er, aber man kann kein Programm auswählen. Ja, dachte ich auch, neu gekauft und jetzt geht das nicht. Nach etwas Recherche im Internet bei Amazon hatte ich eine Beschreibung gefunden. Bei kleine Ursache, große Wirkung. Hier, dieser Gumminippel ist verbogen. Wahrscheinlich vielleicht durch den Transport. Den dann gerade machen, damit er dann, hoppala, ah, jetzt passt noch nicht ganz. Ja, hier auf der anderen Seite ist da so ein weißes Loch, wahrscheinlich so ein Drucktaster, damit der Geschirrspüler erkennt, dass die Tür geschlossen ist. Hoppala, hier, der muss gerade sein. Hopp, wie ist der? Gepiept hat's. Und man kann die Programme auch wieder ändern und den ganzen anderen Sachen auswählen. So, jetzt muss ich bloß noch Wasser einfüllen. Ja. Und dann funktioniert er auch. Wie gesagt, kleine Wirkung, große Ursache. Hier, dieser Gumminippel, muss in die dafür vorgesehenes Loch. Hier ist der. Jetzt ist es immer noch nicht ganz, weil er nicht ganz gerade ist. Ja.